Heute ist Fototag. Das Wetter ist unbeschreiblich schön. Ich werde natürlich jetzt leider zur ungünstigsten Zeit gleich rausgehen und ein paar Fotos knipsen. Also nach 12. Und dazu wollen wir die gute alte AE1-Programm dann doch mal in Betrieb nehmen. Erstmal ein Batterien rein. Dezent wieder drüber schieben, zuschrauben. Ja. Immer noch geheilt. Klingt super, der Auslöser. Ja, muss ich da noch ein paar Mal machen. Das Video ist bitte angesehen worden. Ich nehme, wie üblich, das 35 mm Objektiv mit, keine anderen, nur den hier. Und müsste ich mal wieder abstauben. Wie üblich zum Schutz lasse ich den Skylight Filter drauf. So, und natürlich den hier. Aber das soll jetzt auch ein Einführungsvideo für die AE1-Programm werden. Einmal hoffentlich schnell alle Funktionen durch. Einen Film habe ich jetzt noch nicht drin, das mache ich gleich ganz zum Schluss. Die Grundfunktion, die AE1-Programm ist ein Blenden- und Programmautomat. Blendenautomat heißt, ich stelle die Belichtungszeit vorher hier ein. Ah, schon wieder was vergessen. Der Hauptschalter muss von L wie Lock auf A wie Automatik stehen. Und hier das kleine S ist der Selbstauslöser. Auf A, Schutz hier vorne runter. So, wenn ich ganz nah hier rangehe, doch durch den Sucher kann ich schauen, dann bekomme ich rechts klein zu sehen, die von der Automatik eingestellte Blende angezeigt. So, um das Ganze auch mal laufen zu lassen, einmal aufziehen. Oh, wieder an das Objektiv von der... Und auslösen. Ja, Bild wäre im Kasten, wenn ein Film drin wäre. So, machen wir hier an der Seite hier weiter. Einstellung wird hier in Zeiten angegeben. Tausendstel Sekunde. Dann habe ich die brauche für schnell bewegte Objekte, die ich einfrieren möchte. Bei der 60stel Sekunde ist hier ein Blitzsymbol. Das ist die Blitzsynchronzeit, wenn jetzt hier ein Blitz reingesteckt ist. Und dementsprechend langsamer. Kann ich einstellen bis auf die 2 ist jetzt hier in einem orange-gelblichen Farbton, das sind 2 Sekunden. Hier ist die ganze Sekunde, da sind 2 Sekunden. Kann man hören. 1, 2, aus. B, Bulb, heißt, die Belichtung folgt so lange, wie ich den Finger auf dem Auslöser lasse.
Und das Tolle an der AE1-Programm, die Programmautomatik. Diese Programmautomatik ist nicht zu vergleichen mit dem, was man heute schon in Smartphones und in digitalen Kameras drin hat. Sie stellt anhand der gemessenen Lichtmenge und des Objektivtyps die richtige Zeit- und Blendenkombination zusammen. So, wie funktioniert das Ganze? Am Objektiv, um Vollautomatik haben zu können, zu wollen, zu müssen, wird hier das A eingestellt. Das heißt, wenn hier Programm steht, macht die Kamera mehr oder weniger alles von selbst. Wenn ich aber halt meine Kreativität an verschiedenen Zeiten, die Blende und die sich daraus ergebende Schärfentiefe, kann ich dann im Sucher ablesen. Das Einzige, was ich noch einstellen muss bei den alten Teilen hier, ist die Entfernung. Da habe ich im Sucher einen Ring, der in der Mitte geschnitten ist. Und da muss ich dann halt diesen Schnitt in Deckung bringen, an der Stelle des Motives, wo ich die hundertprozentige Schärfe haben möchte. Ganz laienhaft erklärt und ganz schnell soll das gehen. Hier oben an der Scheibe, nicht mit dem Finger drauf packen, kann ich diesen Ring erkennen. Wie kommt das Licht auf den Film? Ach, einer meiner Lieblingszitate aus dem alten Film. Geht jetzt hier nicht um eine Dampfmaschine, weil das ist eine Kamera. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Die Kamera hat zwei Löcher. Ein Loch, da kommt das Licht rein. Und das andere Loch, das machen wir sofort. Da kommt zum Betrachten das Licht wieder raus. Licht geht in die Linsen, geht auf den ersten Spiegel. Man kann sehen, der ist schräg hier angebracht. Dadurch fällt das Licht hier oben auf den Spiegel, durchwandert hier die Scheibe, die haben wir gerade gesehen. Und kommt dann hier am Sucher wieder raus. Also rein, spiegeln, nach oben, spiegeln durch den Sucher. So, wie kommt das Ganze auf den Film drauf? Wenn ein Film eingelegt ist, ich mache hier mal nochmal, um das zu erklären, auf das kleine B. Dann wird durch Drücken des Auslösers erst der Spiegel nach oben geklappt und dann hinten der Verschluss geöffnet. Das geht so schnell. Ja, jetzt, wenn ein Film drin wäre, wäre jetzt das Licht auf dem Film und wird nicht umgelenkt hinten auf den Sucher. Dann kann in dem Moment der Belichtung der Fotograf auch gar nichts mehr sehen durch den Sucher. Klar. Um das Ganze nochmal etwas feiner, besser zu sehen zu können, machen wir den Deckel hinten mal auf. Spannen. Also damit macht man den Deckel auf. Ne? Schauen wir da hier durch. So, Spiegel löst aus, Verschluss geht auf und Licht landet am Film. So, von hinten nochmal. Beim Film einlegen, da besondere Vorsicht walten lassen. Nicht mit dem Finger am Verschluss packen. Also den Verschluss nicht berühren. Das ist hier ein Tuch, Verschluss, ist relativ empfindlich. So, da kann man das Ganze nochmal von hinten sehen, wenn die Belichtung stattfindet. So, wie weit waren wir? Bei der analogen Fotografie muss man nur drei Werte wissen, kennen, was sie miteinander machen. Als erstes, wenn ich gleich den Film einlege, die Filmempfindlichkeit, die wird hier eingestellt, hier oben. Durch Drücken kann ich hier drehen. Wird ein 200er Film sein, 200 ISO. Ist so das Gängigste, ist das, was ich meistens drin habe. Bei Diafilm habe ich keine mehr. Auch schon mal ein 100er genommen, naja. Die Filmempfindlichkeit voreingestellt. Wenn ich jetzt bei Nacht fotografiere, ja, aus der Hand ist so gut wie nicht möglich, ohne Stativ geht nicht, dann nimmt man Film höhere Empfindlichkeit, dann geht die Zahl hier nach oben.
Oder auch ja, bei normalen, nicht schnell bewegten Objekten, wo es auf eine ganz kurze Belichtung ankommt. Erster Wert. Zweiter Wert, die Zeit. Klar, ist die Zeit länger, kommt mehr Licht auf den Film. Logo. So, die Blende. Die Blende wird im Objektiv gesteuert. Bei 22 ist dann ein kleines Loch noch über, bei 2,8 ein großes. Das heißt, beim großen kommt mehr Licht drauf. Große Blende, kleine Zahl, kann dann dementsprechend dann auch die Belichtungszeit kürzer sein. Große Zahl, kleine Blende, kleines Loch. Dafür brauche ich dann aber wieder mehr Zeit, um die gleiche Lichtmenge auf dem Film landen zu lassen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass man das mit den Blenden mal sieht. Ich lasse den hier auf groß, mache dazu den Deckel nochmal auf. Oh, kann man sehen? Kleines Loch, die 22. So, jetzt machen wir mal anders. 2,8, mehr Licht, großes Loch. Ich glaube, ist nicht so schwer zu verstehen. Blende, Zeit, Film, Filmempfindlichkeit und die Zusammenhänge. Ach, ich will das dann wieder alles schnell machen. Ich möchte gerne nach draußen. Noch irgendwelche Sachen vergessen. Ach ja, das Ding hier, gerade hier noch so ein Schieber dran. Man kann auch, also die Kamera misst immer mit einer offenen Blende. Wenn man dann hier durchschaut, hat man volles Licht, ist auch ganz prima. Wenn man aber so, wie es wirklich ist, mit geschlossener Blende das sehen möchte, kann man hier nach innen drücken, die entsprechende Blende einstellen und beim Betrachten durch den Sucher hat man die dann dementsprechend geschlossen, ist dann dementsprechend auch viel dunkler bei kleiner Blende. Ja, machen wir ein bisschen dunkler. Das machen wir aber jetzt wieder raus. Knöpfchen drücken. Und das Ding kann auch piepsen zur Batteriekontrolle. Kann man das hören? Oder ein bisschen näher hier ran. Glaube ich, kann man hören. Ja, das war's dann jetzt im Großen und Ganzen. Ja, hier unten der ganze Kram, Stativgewinde, Anschlüsse, wenn ein Winder oder ein Motor dran kommt. Der Antrieb greift dann hier rein, um dann halt den Verschluss aufzuziehen und den Film weiter zu transportieren, wenn Winder oder Motor dran ist. So, ich glaube, jetzt habe ich alles durch. Verzeiht, wenn ich was vergessen habe. Die analoge Fotografie macht Spaß, sich irgendwie noch mit zu beschäftigen. Ich meine, ich habe die Dinger jetzt hier schon länger. Ich habe auch noch eine Minolta Autofokus analog. Was war das für ein Modell? Eine 700 SE im Schrank liegen. Die fasziniert mich aber in der Zeit der digitalen Fotografie nicht so sehr wie die Canon AE-Serie. Weil ich muss hier Fokus noch manuell einstellen. Und sonst muss ich halt nur wissen durch Einstellung der Werte, was macht die Blende, was macht die dazugehörige Zeit und wie bringe ich das mit der Filmempfindlichkeit wieder in Einklang. Motivklingeln haben die genauso wenig wie digitale Kameras. Aber ich glaube, man hat was in der Hand. Ach, das ist wieder eines meiner ganz liebsten Wörter. Die Haptik ist was anderes, als wenn ich jetzt so ein Smartphone klick, 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 mache ich 100.000 Fotos und suche mir das Beste, was ich meine, das Beste dann heraus. Mit so einem Ding lässt man sich mehr Zeit zum Fotografieren. Sind normalerweise auch nur 36 Bilder, die da drauf gehen. Ja, das hätten wir jetzt nun mal. Ab nach draußen.
Einen habe ich aber noch vergessen. Einen habe ich noch vergessen. Wenn ich die Kamera in der Hand halte, ich habe jetzt nur eine Hand frei, ich muss sie ruhig halten. Ich will nicht, Stichwort verwackeln. Ganz grobe Regel: Die Zeit ist immer, sollte immer so eingestellt werden, dass die Belichtung nicht länger dauert als jetzt der Kehrwert der Brennweite des Objektivs. Beispiel: Das 35er sollte also, wenn man die Regel Faustrad einhält, 60stel oder kürzer sein. Also mit 30stel ist schon ein bisschen knapp. Bei Werten darunter, Kamera irgendwo abstellen und auf Selbstauslöser oder ein Stativ unten anschrauben, um der Kamera Stabilität zu verschaffen. Das ist also nicht ganz unwichtig. Wenn man bewusst verwaschene Aufnahmen oder verwaschene Objekte haben will, nochmal, kann ich hier natürlich niedriger stellen. Solche Aufnahmen mit solchen Zeiten kann ich nicht mehr aus der Hand machen. Ja, heute mache ich Brücken. Ja, nicht nur Brücken, schöne Landschaften mit dem 35 mm Objektiv. Und sie wartet auf ihren Einsatz. Ja, die Belichtungsautomatik sagt bei ein Tausendstel Sekunde schon, Blende 5,8 meine ich, wäre es gewesen, ist nicht die günstigste Stunde zum Fotografieren. Ist doch ein bisschen hell, aber in der blauen Stunde gibt's Mittagessen. So, das habe ich früher oft gemacht. Werde ich gleich in einer dunkleren Stelle auch nochmal ausprobieren. Auf die Motorhaube vorne abgelegt. Muss dann schon ein bisschen dunkler sein mit längerer Belichtung. Und die vorbeifahrenden Autos habe ich dann als Striche drauf. Mal gucken, ob es dafür, selbst im Wald fahre ich jetzt mal hin, nicht zu hell ist. Einer meiner Lieblingsbrücken. Ein paar Meter weiter in Heiligenhaus-Isenbügel. Weit gefahren, aber das ist eine Umleitung, das ist eine Baustelle. Da geht im Moment gar nichts. Da bin ich halt ein bisschen weiter gefahren. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Ja, das ist auch mal eine ganz schöne Brücke. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was wir da jetzt draus machen. Da werde ich aber jetzt nicht weiter filmen. Hier werde ich jetzt mal aussteigen, ein paar Aufnahmen machen. Weiter zum Fotoknipsen, zum Fotografieren. Und zum Abschluss noch wieder mal was zum Blättern. Wer sich mit Foto und der entsprechenden Technik beschäftigt, es gibt tausend verschiedene Bücher. Da werden wir heute Abend noch beschäftigt. Empfehlung: John Hitchcock, der gute Herr ist leider auch schon verstorben. Handbuch für Einsteiger. Warum nicht? Warum sich nicht mal als Einsteiger damit beschäftigen? Große Abbildungen, was kann man gut machen, wie fotografiert man, wie ist man auf Motive, die Wahl der richtigen Kamera, ob man eine einfache Sucherkamera oder direkt mit einer Spiegelreflexkamera. Das Buch jetzt hier ist aus einer Zeit, wo man von der digitalen Technik noch nicht geträumt hat. Das ist aus 1996. Eine Sonderausgabe in München gedruckt worden. Wie gesagt, tausend Bücher gibt es dafür. Ist interessant, das auch mal zu lesen. Eins von meinem ganzen Leben ist hier Handbuch, das komplette Canon-System, das analoge Canon-System. Da mal gucken, ob ich da auf die Schnelle. Da ist eine A1 abgebildet. AT1, AE1. Ne, kein AE1-Programm. Ne, die AE1-Programm ist hier nicht abgebildet. Aber auch die Geschichte, die Technik ist hier super beschrieben. Man hört an meiner Stimmlage, dieses Buch hat mich begeistert. Ach, eins noch mal kurz blättern.
Ja, da habe ich hier noch was ganz Tolles gefunden. Erinnert man sich noch an Luigi Colani, ein Designer, der hat hier sowas rausgebracht. Auch hier unten ein Colani-Entwurf. Ist alles ganz toll. Canon hat nicht nur Standardkameras gemacht, sondern auch hier Frog, den Frosch. Ist alles ganz toll. Hinten sind noch jede Menge Tabellen zu den Kameras, zu den Objektiven und zum Zubehör drin. Wer sich hier auf die Canon-Serie einschießt, dem kann ich das Buch hier aus dem Laterna Magica Verlag nur empfehlen. Ich danke fürs Zusehen mal wieder. Wünsche noch einen sonnigen Tag. Ich hoffe, Interesse für die analoge Spiegelreflextechnik ein bisschen geweckt zu haben beim Zuseher und sage bis demnächst. Ciao.